Anscheinend ja. Dann ist das ja okay. Auch wenn ich grundsätzlich gerne zum Infektionsherd gehen wollen würde. Ich würde echt gerne sowas machen wie abspeichern vorher. Oder wir schnappen uns ein Auto. Ich habe das nicht verdient. Sieh, als all das begann, war ich meinen Vater. Sein Alzheimer ist... ...pretty bad then. Most of the time, he thought I was my mother, or a stranger come to steal his money. I don't know if you knew this, but nursing homes, hospitals, places like that, they were some of the worst hit early on. So, I hear this commotion out in the hall, and I go see what it is, and these things are just dragging people to the ground, ripping at them like dogs with strings of meat. Ich hab eine Hupe. And then one of them noticed me. Hupe! Before it launched, when I could have bolted for the door to my dad's room or the door to the courtyard. Sehr schön. Zombie Horde ist gleich schon mal weg. I tried to tell myself he wasn't really my dad and that everything that made him him. So, warte. Dann hupen wir hier mal ein bisschen. Vielleicht kriegen wir so die Zombies hier rausgelockt oder sowas. Ich habe das noch nie gemacht. Vielleicht können wir dann so zu dritt. Das heißt zu dritt, ist mir egal. Hier dafür sorgen, dass dieses Haus hier ausradiert wird. Ne, fühlen sich hier teilweise schon angelockt. Aber nicht jemand aus dem Haus selber. Okay. Verwenden hier. So, kommt auf jeden Fall schon so ein Zombie raus. Nehmen natürlich den Zombie, der sowieso ist. Vertrauen verloren, Eigenbeschuss. Auch ernsthaft, Eigenbeschuss. Sowas gibt's. Wo denn? Ah, da. Oh mein Gott, es sind so viele. Zum Glück sind wir hier zu dreit. So, den Schreier müssen wir, oder Kreischer, oder wie auch immer. Den müssen wir erstmal down kriegen. Sehr schön. Okay. Sehr, sehr nice. Das ist das erste Mal, dass ich hier so ein Infektionsherd hier vernünftig angegriffen habe. Aber halt auch nur, weil wir genug Leute sind. So, wir kriegen hier... Materialressource. Das ist ja erstmal nicht so verkehrt. Was haben wir noch so Schönes? Noch mehr Materialressource. Bearbeiteter Schalldämpfer nehmen wir mit. Oder ein Brecheisen. Das sieht ziemlich stabil aus. Nice. Okay. Ja, bisher hat sich das definitiv schon gelohnt hier. Ein Schuhhaken, der auch halbwegs okay ist. Ein Wecker. Hier, zerstören wir das. Nehmen lieber den Schuhhaken mit oder sowas. Weil bei meiner Waffenverbrauch hier ist es eigentlich nicht verkehrt, wenn wir hier so das eine oder andere haben. Da oben werden wir vielleicht nicht so viel finden. Aber allein wegen Materialien möchte ich hier doch nochmal einen Außenposten errichten oder sowas. Betäubt den Schmerz, heilt aber auch von typisches rezeptfreies Zeug. Ich mag die mit dem Zuckerüberzug. Ibuprofen, ja. Okay. Ein großer Rucksack ist hier. Den ich jetzt aber nicht mitnehmen kann, obwohl ich könnte hier verwenden sowas. Na, auch wenn ich hier den Schalldämpfer theoretisch auch noch gerne mitnehmen wollen würde. Aber ist jetzt kein Platz für. Aber wir werden hier definitiv einen Außenposten errichten. Okay, gut. Dann werde ich das jetzt definitiv nicht einrichten. Dann machen wir das später.
Ach, Zombies hier, Zombies da. Zombies einfach überall, überall. So, hier wohnt, glaube ich, nicht mehr das Militär, oder? Ich glaube, die sind nicht mehr hier. Was natürlich ganz gut ist, weil dann sind sie nicht mehr da. Aber man weiß ja nie. Warte, 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 warte. So. Kann ich hier das machen? Okay. Wollte ja nur mal sicher gehen, weil ich es noch nicht so ganz verstehe. Heimatbasis, ruft die Sammler herbei, um Ressourcen und nützliche Ausrüstung abzuholen. Okay. Nein, hier. Hier will ich mal nachgucken. Da Medizin ist definitiv am Maximum, hat 30 von 25. So viel Medizin brauchen wir nicht. Halt, alles andere wäre grundsätzlich nicht so verkehrt. Ja. Na, also ist theoretisch, könnte man noch untersuchen, aber jetzt nicht. Nö, jetzt nicht. So, komm. Nehmen wir mit hier. Und dann einfach mal davon düsen. Yay! Boah, der hat aber auch Speed drauf hier, der Kleine. Der kleine Mistding hier. Wow, wow, wow. Ey, das Ding wird so schnell Schrott sein, weil ich hier einfach so schnell durch die Gegend düse. Okay. Wieso? Was denn, Shit? Ist doch nix. Ist doch alles cool. Ich weiß gar nicht, was du hast. So. Hallo, ich bin wieder da. Wer noch? Zeug. Zeig doch, Stuff. So, hier legen wir einfach mal wieder Zeug ab. Die Böller nehmen wir für den Fall eines Falles mal mit. Das ist das, was er gerade trägt, ne? So. Lily? I really hope you're at the radio, sis, because I'm in a little trouble here. Jacob, where have you been? I've been trying to raise you for ages. Sorry about that. I've been busy. What's going on? I sort of took a bad fall off a roof. I don't think I can make it home on my own. Anybody out there who can give me a ride? If anybody's in the neighborhood, can you please go get my idiot brother? Ja, wir besorgen ja schon dein Bruder wieder zurück. Wo ist denn der? Der Bruder ist da. Da muss ich hin, so mitten auf dem Felde, weißt du? Mitten im Nirgendwo. Da müssen wir jetzt hinkommen. Das sagst du so einfach. Muss er mal hinfahren. Und bei dem Fahrstil von den kleinen Möchtegern halben Smart hier, der kein Smart ist, ist mir bewusst. Aber er ist, wow. Wow, was der an Speed hat, wow. Also einfach nur wow. Hast du schon wow gesagt? Wow. Ich muss hier rechts fahren. Und dann hier, ne, hier entlang. Ich glaube, ich schaff's, 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 ich glaube, ich schaff's. Hier, glaube ich, rum. Einfach mal auf die Felde. Es ist ein bisschen so, weißt du, GTA in der Zombie-Apokalypse. So ganz, ganz grob hier. Auch wirklich nur ganz, ganz grob. Alles cool, wir sind da. Alles cool. Macht mal kein Drama hier, ja? Nein, nicht so. So. Und so. Komm. Sag ich doch. Easy. Jacob, come on.
on. Let's get you and your friend out of here. No, that's okay. You just get him back to the church safe. I gotta get back to my brothers before they notice I'm gone. Eli, we've talked about this. I'm not ashamed to be seen with you. It ain't about shame. You know what Job would do if he caught us together. Your brother's an asshole. He's still my brother. I better move. You get him home safe. You get yourself home safe. Don't do anything stupid, okay? Hey, I'm young, quick, and I got a big-ass wrench. What could go wrong? Take this. Better if everybody has at least a little. We should probably toss one more of those things when we get a little farther up the road. Give him some more time to get clear. Gut, also sollen wir jetzt halt für eine Ablenkung sorgen, indem wir halt möglichst viel Krach machen und sowas. Machen wir auch gleich, nur halt erstmal gucken wir, was wir hier sonst noch so machen können, so an lootbaren Items oder sowas. Ist ja nie verkehrt, irgendwie mal was mitzunehmen. Oh, 2 Munition. Ja, es hat sich ja fast gelohnt. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was wollen wir hier? Ich habe keine Ahnung. Oh, Materialressource. Geil. Nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mal mit. Und dann machen wir mal hier Ruf nach Plünderern. Ne, einfach um die anderen Materialien dann auch mitzunehmen. So, dann wollen wir. Wir haben ja hier Böller. Einfach mal hier hinschmeißen. Und steigen wir ins Auto. Ins Auto. Das reicht als Ablenkung. Ich bin weg. Bams. Mit der Tür. Oh shit, da ist eine Horde. Die Horde rennt. Direkt auf mich zu. Die Horde rennt. Und das Auto hoch. Das Auto brennt. Nein, nicht so wirklich, aber steh auf und lauf. Lauf! Ich habe schon Erfahrung gemacht, dass dann halt das Auto in die Luft fliegt. Das muss nicht sein. Ne, da brennt es und gleich fliegt es in die Luft. Boom, Baby! Das war's mit dem Auto. Autos respawnen auch nicht, wenn die Autos hinüber sind, sind sie halt weg. Okay, jetzt ist Markus langsam müde. Schade. Boom, Baby. Boom, Baby. Boom, Baby. Wenn das mal jetzt nicht viele Zombies angelockt hat, dann weiß ich auch nicht. Aber nehmen wir mal den heißen Schlitten hier. Der fährt bestimmt viel besser. Hoffe ich. Ist denn jetzt hier der andere Beppo schon nach Hause gegangen, weil er müde ist? Ja, ne? Wow. Das fährt sich ja nochmal eine Ecke furchtbarer hier. Aber es hat eine wesentlich genauere Steuerung. Das gefällt mir. Warte, warte, warte. Wow. Schöner Sportwagen hier. Hui. And nothing's broken though. A little bed rest, I should be fine in a day or so. Just don't expect me to be running around town dodging zombies until then. Hier auch mit Handbremse, sowas haben wir auch. Wenn man unbedingt mal cool einparken möchte. Aber er möchte schon cool einparken, ja. What were you thinking? You know nobody's supposed to go out there alone. Will you please give it a rest? You're not mom. And besides, I wasn't alone. Tell me you weren't with Eli Wilkerson again. That's none of your... I don't trust him. You know what his family's like. Eli's not his family. Just be careful, okay? I just got you back. I don't want to lose you again. Hey, have you seen Dad recently? Now the last I saw him, he was going up to the lake to look for survivors. The lake, huh? Ja. Da ist ja was mit dem Lake gewesen. What you got? Oh, you know, stuff. Stuff wie immer. Gut.
Wir legen jetzt hier erstmal alles ab. Dann soll er sich dann halt mal so langsam hier, ne?